Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich muss schon lächeln, weil wenn ich den Titel schon sehe, wir reagieren auf Mr. Majo 2 von Majo, produced by Jossness und Johnny Instrument. Ganz, ganz kurze Story, die ich gerne erzählen würde, bevor wir starten. Und zwar bei Mr. Majo 1, das ist glaube ich jetzt schon 6, 7 Jahre her, war ein Song, den ich sehr, 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 sehr krass gefühlt habe und oft gehört habe. Da gab es eine Line von Majo, die ging irgendwie, ihr macht auf Irina Shayk, doch trifft man euch in Wirklichkeit, seht ihr aus wie Indira Weiss. Und ich habe damals von der 6. bis zur 10. Klasse so Rap immer für die Klasse geschrieben, wo ich einen Tag vor den Sommerferien und einen Tag vor den Weihnachtsferien meine Klasse gedisst habe. Jeden Einzelnen namentlich gedisst habe, ne? Und da habe ich eine Line von Mr. Majo 1 genommen. Und habe ich dann Richtung Mädels habe ich gesagt, ihr filtert euch zu Irina Shayk, doch ungefiltert seht ihr aus wie der letzte Scheiß. Das kam mir gerade so in den Sinn. Gab ein paar, die das gefeiert haben natürlich, dann sind manchmal Tische und Stühle auf lustig geflogen, weil es halt zerstörerische Lines waren. Gab auch ein paar, die geheult haben und rausgerannt sind. Kennt ihr die Leute, die keinen Humor verstehen? Deswegen, ich freue mich auf Mr. Majo 2. Let's go. Jetzt kommt Mr. Universum. Krass, 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 krass. Who's the when you call Mr. Majo? Majo. Jetzt kommt Mr. Das war genau der Start von Teil 1. Also Teil 1 hat auch so gestartet. Bin mal gespannt. Ey, komm. Freu mich gerade irgendwie voll. Yeah. Jetzt kommt Mr. Universum, wie frisch aus der Werbung. Mr. Macho, besser hol Verstärkung und bleib auf Entfernung. Ich komm in den Benz an, all black wie Pen. Irgendwie ist das richtig geil, das. Ich weiß nicht warum, so, ne? Es ist so bei mir immer so, wenn ich Teil 2 von Songs höre, versetze ich mich immer in die Zeit von Teil 1 zurück und denke immer so darüber nach. Das mit den Klassen-Rap kam jetzt auch gerade einfach so hoch, als ich den Titel gesehen habe, so. Keep it Gangster, Bizeps aus dem Fenster, utopischer Körperbau. Neben mir sind Türsteher, wie ist die Ferkel aus? Du brauchst eine Fettabsaugung und kein Personal Coach. Geil, irgendwie geil. Also bei Mr. Majo 1 war ja so, er war im Urlaub und keine Ahnung was, war auch ein wildes Video. Warum kann ich mich noch auch dran erinnern, war ein wildes Video. Ja, Mann. Weiter geht's. Fettabsaugung und kein Personal Coach. 1000 Codes auf meinem Handy und sie hören nicht auf. Meine PDs haben Tyson-Gene, beißen jeden mit den Schneidezähnen. Und das ist der Grund, warum ich ohne Leine gehe. Fick mal auf dein Content, vor dir steht der Frontman. Oh, Digga, Beat gefällt mir aber auch. Beat gefällt mir auch. So, Majo kommt auch gut drauf. Das ist irgendwie, man merkt voll, das ist dieser erwachsene Majo, der so jetzt zum dieser Mann ist. Damals war er so dieser, klar, er war auch breit und alles, dies und das, aber er war mehr so, keine Ahnung. Auf jeden Fall einfach anders, so. Du siehst MJ den Block hängen, nachts wie Gotham. Breit gebaut und schlecht gelaunt, Testo rein, Testo raus. Und für den Adlib-Sock nehme ich Gegner beim Grappling auf. Wir sind asozial, ganz genau, da hast du recht. Okay. Also war ja immer so, ne, Majo hat, glaube ich, immer so Hörproben und so gepostet. Das habe ich immer ein, zwei Mal auf TikTok gesehen. Und alle immer so, Bruder, wann kommt der Song? Und jetzt ist er da, Mann. Na sozial, ganz genau, da hast du recht. Was ist jetzt? Ich sprech mit nem Haken, nicht nur das Strafgesetz. Who's the one you call, Mr. Macho? The one you call, Mr. Macho? Macho. Who's the one you call, Mr. Macho? Aber oh, Bruder, geil. Geil. Geil, Hammer. Ey. So Teil 2, Teil 3, je nachdem von Songs, das nimmt mich immer auseinander. Vor allem, wenn der erste Teil dann etwas ist, was schon mehrere Jahre her ist. Dann versetzt, ach dann, damals war einfach alles geiler, Mann. Es war so die Zeit, schön Rap gehört und dabei Black Ops 2 gezockt, ey. Macho. Wer bringt Panik in die Szene? Mr. Macho. Wer haut dir eine Axt in die Kehle? Mr. Macho. Geil. Ich find's cool, dass er sich an dem Teil 1 orientiert hat, ne, mit diesem Einspieler Mr. Majo, ne, dass das treu geblieben ist, weil das war auch ja auch das, was so den ersten Teil so ausgemacht hat. Ich finde es immer ein bisschen gewagt, dass wenn man bei einem Teil 2 eine ganz, ganz andere Richtung einschlägt, so einen Song macht, der nichts mit Teil 1 zu tun hat, aber ich finde es irgendwie immer viel geiler, wenn man sich schon so an Teil 1 orientiert. Macho,
Macho. Besser ihr gebt mit euren Alben zur Seite. BA3T kommt mit qualmenden Reifen. Kranke Gestalten mit Haltung wie Tyson, die nachts auf dich warten mit Schlagstock und... Krank, Digga. Wir haben Macho damals auf dem Schulhof gepumpt. Wir haben einfach, ey... Es waren geile Zeiten. Tut ein bisschen weh, so an die damalige Zeit zu denken und so, ja, wer ist heute noch da so? Natürlich sind noch ein paar Boys da, aber so der Großteil ist weg, keine Ahnung, was sie machen und ja. Rapper sind wie Fruit Ninja. Fallobst, Fallobst. Ich geh ihren Bitches zu zwinkern. Hallo, hallo. Ich krieg Kugeln in die Fresse wie bei Sadomaso. Mach nicht auf Agro. Hallo von Mr. Macho. Okay, dieses Hallo, Hallo war jetzt ein bisschen. Das war ein bisschen unpassend, aber es ist Mr. Macho. Er darf es. Er darf das. So. Von daher. Zweiter Part, mal schauen. Macho. Yeah, ich bin der letzte Saiyajin und hol Deutschrap runter von dem Latin Lover Film. Yeah. Win-win heißt für mich, ich nehm noch dein Gewinn. Muckst du auf, steckt in deinem Bauch ne Messerklinge drin. Hab. Ja, Mann. Ja, Mann. Jetzt ist halt die Frage, ne? Findet ihr Teil 1 besser oder findet ihr Teil 2 besser? Ihr kennt ja auch jetzt beides und was würdet ihr sagen, hat euch mehr gefallen? Der erste oder der zweite Teil? Ich bin natürlich noch nicht am Ende, ne? Bei Nacken wie ein Bison, wenn ich auf die Street komm. Du bestehst zum größten Teil aus Knochen wie ein T-Bone. Will ich kämpfen, muss ich mir ein Schwergewichtler suchen. M.A.J. ist back, sag Du bestehst aus Knochen wie ein T-Bone. Also so nach dem Motto, du bist einfach nur ein Lauch, ja. Macho war so der Macho, Kollega und Farid waren auch damals die so richtig so über... Ja, über den Körper, Bizeps, Training, ich schlag dich K.O., du Lauch und alles, diese Thematik in ihren Songs nutzen konnten, weil die waren einfach breit in der Szene. Die sind breit und die waren auch breit in der Szene. So Majo, Kollege und Farid, ey. Wer hat mich gerufen? Who's the one you call, Mr. Macho? 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 Geil. Es ist geil, dass ich das gerade nochmal höre. Ist mega geil. Ich hätte Bock, mal wieder auf Teil 1 zu reagieren. Ich hätte irgendwie Bock, darauf zu reagieren, beziehungsweise das mir zu geben, wenn ihr das wollt. Ey, wir bringen ja auch Reactions zu älteren Songs. Dann schreibt's mal rein in die Kommentare. Wer hat die Bodybuilder-Gene? Mr. Macho. Wer bringt Panik in die Szene? Mr. Macho. Wer haut dir eine Axt in die Kehle? Mr. Macho. Macho. Wer? Macho. Macho. Wer? Macho. Macho. Wollt den alten Ihr wollt den alten Macho, ja, das ist es immer so, ne, bei der Fanbase von einem Rapper hörst du nur noch, ja, wir wollen den alten, wir wollen den alten, wir wollen den alten, so, ne. Aber ich finde, das hat auch viel damit zu tun, dass damals irgendwie alles viel, viel cooler war. Damals war irgendwie alles auch viel, viel cooler. Die Zeit war viel cooler, so, man hatte weniger Stress, man hat das Leben gelebt, so. Macho. Ich meine... Nein, lass einfach weiterhören. Macho. Wollt den alten Macho wieder? Ratet mal, wer hier ist. Rap-Zertifikum geht auf meinen Nacken wie ein Vampir bist. Besser akzeptiert es. Ich bin so breit, Bitches, büge meine Wäsche auf nem Tapeziertisch. Klopf. Ja, Mann. Okay. Nee, was ich aber halt sagen wollte, ich sag mal so, damals hattest du als Kind die einzige Sorge, die du hattest, war, den Ball unterm Auto irgendwie rauszubekommen. Ne? Man hatte halt einfach keine Sorgen. Man hat Musik gehört, man hat nur gezockt und dies und das. So, man... Das Leben war nicht so ernst, man hat das Leben nicht ernst genommen, so natürlich, man wird älter, je älter du wirst, desto ernster wird das Leben und alles dies und das, ne, man sagt ja deswegen nicht umsonst, damals war alles geiler und deswegen sagt man vielleicht auch immer, wir wollen den alten, 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 weil die alten Songs verbindest du mit der damaligen stressfreien Zeit, so. Auf nem Tapeziertisch, klopf, klopf, Polizei, nonstop, voll auf Thais, Gott steht dir bei, Attacke wie bei JBG3, MIJ, Gangsterboss, häng am Block mit meinem Kreis, wo ist Stockfinster? JBG war auch ein Album. JBG 2 haben wir vor allem auch so ein, also auch so ein Album damals gefühlt, einfach nur gefühlt. Die Zeit von Kollega Farid und Macho war schon eine sehr, sehr geile Zeit, Mann. Die Prime-Phase, sag ich jetzt mal. Bleib Mr. Macho. War geil, das nochmal zu hören. Meiner Meinung nach fand ich Teil Meister Majo 1 besser, weil es hat einfach so, ja, wie soll ich sagen, es hat Legendenstatus so für mich erreicht, einfach mit
Auch mit der Irina Shayk, ihr filtert, ihr seht ungeschminkt aus wie der letzte Scheiß, als ich die Line gebracht habe und auf Leute geschossen habe und Leute geweint haben aus dem Klassenzimmer raus. Es waren einfach geile Zeiten, Mann. Es waren coole Zeiten. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.